Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir wollen uns heute in dem Video damit auseinandersetzen, was notwendig dafür ist, wenn ihr jetzt eine Festplatte, USB-Stick an eure Dreambox anschließt und die dafür nutzt, um damit irgendwelche Aufnahmen zu tätigen, ne? Geplante Aufnahmen oder einfach, ihr wollt eine laufende Sendung aufnehmen. Klassisch wie damals zu VHS-Zeiten, bloß ein bisschen moderner und in der heutigen Zeit angemessen. Ihr könnt dafür letztendlich jeden USB-Stick nehmen, den ihr wollt. Ne? Eine gewisse Größe sollte schon da sein, damit auch ein bisschen was drauf passt, je nach Material, ne? Ob es SD oder HD ist, von der Auflösung her. Und in meinem Beispiel nehme ich einfach einen SanDisk USB-Stick. Der ist jetzt ganz normal formatiert mit dem Rechner, im EXFAT-Format. Ich habe den jetzt mal in einen USB-Port reingesteckt und letztendlich, jetzt mal einen Schritt zurück. Geht ihr ganz normal ins Menü, Einstellung, System und habt hier Speichergeräte. Jetzt seht ihr schon, SanDisk Cruiser Blade 16 GB. Er hat ihn erkannt, wie gesagt, formatiert ihn vorher mit dem Rechner am besten, macht ihn einmal leer, guckt, ob noch was drauf ist oder wenn ihr einen neuen habt, einfach mal einmal formatieren. In dem Fall initialisieren wir ihn jetzt. Wir können jetzt so hier nur Einstellungen tätigen. Festplatten Standby nach. Hier macht ihr auf jeden Fall kein Standby. Sprich, wenn ihr jetzt hier sagen würdet, nach 10 Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute, schaltet quasi die Dreambox, das Speichermedium, die Festplatte in dem Fall, in Standby und kann dementsprechend nicht genutzt werden, ne? Wenn sie nicht aufgeweckt wird. So, wir initialisieren das Ganze jetzt. Hier warnt er uns auch nochmal, dass alle dort gespeicherten Daten gelöscht werden. Ja, da sagen wir natürlich ja, kann er machen. Und er legt jetzt hier sein Dateisystem an und initialisiert. Das dauert einen kurzen Augenblick. Wir überspringen das mal und machen dann weiter, sofern er fertig ist. Wenn er fertig ist, springt er wieder zurück in den Menüpunkt, wo wir am Anfang waren. Ihr seht ein grünes Häkchen, ist alles okay, grün, er ist im Betrieb, alles funktioniert. Ihr habt jetzt die Möglichkeit zu sagen, einmal Info, ne? Da zeigt euch nochmal Kapazität, was frei ist, Beschreibung USB, Partition, nichts weiter, was jetzt von Interesse ist. Ihr könnt ihn auch testen, machen wir jetzt nicht, der funktioniert soweit, das weiß ich. Wenn ihr jetzt nochmal zurückgeht, nochmal, wir machen das wieder von vorne, ihr geht Menü, Einstellung, System und dann auf Aufnahmepfade, hier sind sie. Habt ihr hier die Möglichkeit zu sagen, zu wählen, ne? Festplatte. Ja, in dem Fall ist es Festplatte. Wir machen, also hier werden letztendlich die externen Medien angezeigt, die ihr erkennt, die dranhängen, die vorher initialisiert worden sind, aktiviert worden sind. Wie gesagt, macht das Standby raus, dass er nie in Standby gehen soll, das Speichermedium, Schrägstrich die Festplatte und sagt jetzt hier speichern. Jetzt war es das eigentlich schon? Ne? Ihr könntet jetzt rein theoretisch sagen, wir wollen jetzt hier eine Aufnahme starten. Das machen wir jetzt auch mal. So, jetzt können wir sagen, Aufnahme hinzufügen, aktuelle Sendung, unbegrenzt, also einfach loslegen, Aufnahmelänge eingeben, Aufnahmezeit eingeben, also hinzufügen, die Aufnahmelänge oder die Aufnahmezeit eingeben und nicht aufnehmen. Wir sagen jetzt hier einfach mal aktuelle Sendung aufnehmen. Eine Aufnahme wurde gestartet. Wenn wir jetzt das Ganze wieder hier rauf gehen, können wir die Aufnahme anhalten. Ihr habt noch ein paar andere Funktionen, wie ihr seht. Da kann sich jeder den selber reinfuchsen oder reinlesen. Ist jetzt nichts Spannendes. Sagen jetzt die Aufnahme anhalten. Zack, nimmt auf. Nochmal bestätigt. Und somit ist das Ganze beendet. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, über den Media Player zu sagen, intern speichern oder Harddisk. Das ist jetzt unser USB-Stick. Ne? Und seht hier dann im Movie-Ordner, den er ja anlegt, wo wir gerade drin waren, wo wir gesagt haben, wir wollen die Festplatte als Speichermedium nutzen für Aufnahmen. Gehen nochmal einmal zurück, ist der Movie-Ordner, den er selbstständig beim Initialisieren angelegt hat. Ihr müsst also nichts manuell anlegen. Der Stick war vollkommen nackig formatiert. Das hat er beim Initialisieren gemacht und hier ist der Movie-Ordner. Da gehen wir rein und da ist jetzt hier unsere Aufnahme. Ja? Was ihr auch machen könnt, ist über die PVR-Taste euch das Ganze anzeigen zu lassen, was ihr auf eurem Speichermedium habt, was ihr aufgenommen habt. Könnt hier wiederum natürlich dann auch wieder sagen,
bei den einzelnen Dateien. Ihr wollt es löschen, ihr wollt einen Schnitteditor, ihr wollt irgendwas anstellen mit der Datei. Das hier gezeigte hat jetzt auf einer Dreambox 7020 HD stattgefunden. Nicht mehr die neueste Dreambox, aber tut immer noch ihren Dienst, wie ich finde. Ist ein Unigma-Image drauf. Jetzt nicht das originale DreamOS. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like gerne da. Abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ansonsten sage ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.